Während die Abgeordneten hier abstimmen, schauen wir schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um Wirtschaft, genauer gesagt um ein Abkommen. Die EU und die sogenannten oder Teile der sogenannten Mercosur-Staaten, das sind in diesem Fall Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, haben schon lange über eine Freihandelszone diskutiert. Und letztes Jahr im Juni gab es dann eine Einigung und man hoffte nun, die größte Freihandelszone der Welt aufbauen zu können. Dabei sollen dann natürlich Zölle eingespart werden und die Exporte angekurbelt werden. Allerdings gibt es an diesem Deal auch Kritik. Umweltschützer kritisieren einerseits, dass zum Beispiel in Brasilien mit der aktuellen Regierung ja Umweltstandards nicht eingehalten werden, die Regenwaldzerstörung befeuert wird und aber auch, dass soziale Standards in bestimmten Ländern nicht eingehalten werden und deswegen man dieses Abkommen nicht abschließen könne. Drei Fraktionen haben jetzt hierzu zu diesem Abkommen Anträge eingereicht. Die AfD-Fraktion, die Linken-Fraktion und Bündnis 90 Die Grünen. Und von der AfD kommt auch der erste Redner. Peter Felser sitzt im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, liebe Gäste, liebe Landwirte vor allem. Freihandel. Um das geht es heute. Freihandel führt grundsätzlich zu mehr Austausch. Freihandel kurbelt ganze Wirtschaftsräume an und Freihandel schafft grundsätzlich mehr Wohlstand. Das könnte jetzt auch für dieses Abkommen mit Mercosur gelten, über das wir heute sprechen. In jahrelangen Verhandlungen haben wir für unsere Wirtschaft viel erreicht. Zölle werden abgeschafft werden. Bei Kraftfahrzeugen bis zu 35% fallen weg. Bei Maschinen 14 bis 20% fallen weg. Oder bei der Bekleidungsindustrie 35%. Man muss auch zugeben, in diesen Verhandlungen wurde in großem Maße auf Transparenz geachtet. Wir konnten die Verhandlungen miterleben. Wenig fand hinter verschlossenen Türen statt. Ganz anders also als bei TTIP oder CETA. Alles richtig. Aber auch alles falsch in dem Moment, wenn dieser freie Handel nicht für alle fair vertraglich ausgehandelt wurde. Und darum geht es hier und heute in unserem Antrag um ein faires Miteinander für alle beteiligten Branchen. Gehen Sie raus. Draußen stehen wieder Hunderte, Tausende Bauern auf der Straße. Tausende Traktoren besetzen diese Stadt. Das werden wir jetzt auch anlässlich der Grünen Woche noch mal verstärkt erleben, nächste Woche. Draußen protestieren Tausende Bauern auch gegen diesen Kuhhandel bei Mercosur. Und unsere Bauern haben Recht, jetzt auf die Straße zu gehen. Wir können und wir müssen sie dabei unterstützen. Damit stehen sie auch gar nicht allein. Damit stehen sie gar nicht allein. Frankreich, Finnland, die Österreicher, sie alle haben gute Gründe, diesen Vertrag zu stoppen oder zumindest nochmals nachzuverhandeln. Was nützt es denn, wenn das Abkommen einen Red Button, einen roten Knopf vorsieht? Damit sollen Waren von schlechter Qualität direkt von der Zollbehörde gestoppt werden können. Das ist doch völlig unrealistisch. Welcher Zollbeamte soll denn vor Ort an der Grenze entscheiden, ob die Qualität zum Beispiel von Rinderhälften oder von Corned Beef-Dosen gut oder schlecht ist? Dieser rote Knopf, das ist doch auch nur eine Nebelkerze, um uns für dieses Abkommen schmackhaft zu machen. Wir spielen, ich muss es leider feststellen, wir spielen hier mit diesem Abkommen unsere deutschen Branchen gegeneinander aus. Unsere Automobilindustrie gegen unsere Landwirte. Natürlich haben manche deutsche oder europäische Produzenten einen Vorteil vom Handelsabkommen. Ich hatte ja auch geführt, diese Zollabgaben werden wegfallen. Aber das darf doch nicht auf dem Rücken der Landwirtschaft geschehen. Die London School of Economics kommt zu einem eindeutigen Urteil. Mittel- bis langfristig werden die Mercosur-Staaten mit diesem Abkommen den Export von Agrargütern deutlich steigern können. Das Gleiche gilt für Zucker oder für Soja. Aber genau diese drei Produkte, Fleisch, Zucker und Soja, werden in den nächsten Jahren unglaublich viel zusätzliche Fläche benötigen. Dass in Brasilien trotz dieses Abkommens weiterhin die Regenwälder abgeholzt werden, genau wegen des riesigen Flächenbedarfs, darauf kann ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen. Aber das ist mit Verlaub, das ist eine Perversion des von Ihnen gleichzeitig forcierten Klima-Unsinnspaketes, meine Damen und Herren.
Laut dieser Studie werden parallel dazu mittel- bis langfristig unsere Rinderzüchter und Fleischproduzenten, genauso wie unsere Zuckerproduzenten, massiv verlieren. Deswegen sind die Bauern auf der Straße. Was ist denn das für ein Signal? Was ist denn das für ein Signal für unsere Landwirte, die heute schon mit dem Rücken an der Wand stehen? Jährlich schließen 5000 Höfe die Hoftore, weil sie nicht mehr weiter wirtschaften können. So nicht, liebe Kollegen. Und es ist doch auch nicht fair. Es ist doch auch nicht fair, wenn unsere Landwirte mit völlig anderen Standards konkurrieren müssen. Wir haben uns das im Ausschuss in Argentinien vor Ort angeschaut. Wunderbare Weideflächen, ja, endlose Weiden. Mutterkuhhaltung, wunderbar. Extensive Weidehaltung, keine Ställe, alles findet draußen auf der Weide statt. Aber die ganze Wahrheit ist, dass in Südamerika ganz anders umgegangen wird mit den Themen Glyphosateinsatz, mit den Themen Hormonbehandlung, Umweltauflagen und vor allem mit dem Einsatz von gentechnisch verändertem Kraftfutter. Was diese Tiere dort bekommen, auch auf der Weide, das ist Kraftfutter aus Genmais und Gensoja, und das wollen wir nicht und das wollen auch die Bauern nicht. Noch haben wir Zeit, noch hätten wir Zeit, dieses Abkommen zu stoppen, deswegen unser Antrag, und wir hätten auch noch Zeit, nachzubessern und vielleicht zu einem besseren Freihandelsabkommen zu kommen. Dann endlich werden unsere Bauern wieder als Freie handeln können. Ich danke Ihnen. Peter Felser war das von der AfD-Fraktion, hat hier die Landwirte angesprochen. Und auch dieses Wochenende demonstrieren wieder Landwirte in Berlin. Bis zu 1000 Trecker sollen in die Hauptstadt kommen. Der nächste Redner ist Andreas Lemmel von der Unionsfraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege von der AfD, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie Bauern haben, weil Sie immer sprechen von unseren Bauern. Also ich kenne zum Glück niemanden, der sich jetzt als AfD-Bauer ausgeben würde. Meine Damen und Herren, und außerdem, was Sie hier dargeboten haben jetzt zu dem Thema Mercosur-Abkommen, das spottet schon jeder Beschreibung. Wahrscheinlich haben Sie gar keinen Blick reingeworfen, denn ansonsten würden Sie hier nicht von diesem Pult aus solche Lügen verbreiten. Meine Damen und Herren, Deutschland ist seit vielen Jahren Exportweltmeister. Das ist ja keine neue Nachricht. Aber nicht nur die Exporte haben in den letzten Jahren sehr stark zugenommen, sondern auch die Importe nach Deutschland. Das heißt also, Deutschland ist ein wichtiger Player im internationalen Handelsgeschäft. Und die deutsche Wirtschaft oder die deutschen Exporteure sind deswegen auch auf einen freien Marktzugang in der Welt angewiesen. Wenn man sich die Geschichte anschaut, seit 1995, seitdem die Welthandelsorganisation gegründet wurde, hat sich die Situation im Welthandel deutlich verbessert. Und das Ziel der WTO war und ist ja eigentlich, faire Handelsbedingungen für alle Mitglieder der WTO zu erreichen. Und das ging eine Zeit lang auch ganz gut, aber in den letzten Jahren ist leider die Welthandelsorganisation aus verschiedenen Gründen in ihrer Arbeit blockiert. Und den letzten Rest hat jetzt auch die Trump-Administration der Handelsorganisation gegeben, indem sie die Schiedsrichter nicht bestimmt haben. Allerdings ist trotzdem festzuhalten, in den letzten 10 Jahren, meine Damen und Herren, sind von den WTO-Mitgliedstaaten 1.694 handelsbeschränkende Maßnahmen erlassen worden. Man sieht also, überall wird versucht, Märkte abzuschotten. Und deswegen sind in den letzten Jahren in der Welt sehr viele bilaterale Handelsabkommen geschlossen wurden. Und auch die Europäische Kommission, die ja das Mandat von allen europäischen Mitgliedstaaten hat, hat in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewirkt. Eine der wirklich erfolgreichen Seiten der Europäischen Kommission, sonst mangelt das ja manchmal doch durchaus an Erfolgen. Die Abkommen wurden abgeschlossen, zum Beispiel mit Südkorea, mit Vietnam, mit Japan, mit Kanada und nun mit den Mercosur-Staaten, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Und mit diesem Handelsabkommen ist ein Raum, ein Wirtschaftsraum entstanden mit 770 Millionen Konsumenten. Das ist also schon eine der ganz großen Handelsräume in der Welt. Was bringt das? Das werden wir gleich mal sehen. Das eine, das zum ersten natürlich ein drastischer Abbau der Zölle. Nach allen Berechnungen oder wenn man die heutigen Zahlen zugrunde legt, werden also allein die europäischen Unternehmen 4 Milliarden Euro an Zöllen einsparen. Es bieten sich also für deutsche Exporteure
einschließlich der Landwirtschaft. Und das möchte ich hier noch mal klipp und klar sagen, weil die deutsche Landwirtschaft sehr leistungsfähig ist und weil die deutsche Ernährungswirtschaft hervorragende Produkte herstellt, bietet sich jetzt mit diesem Abkommen ein wunderbarer Einstieg in den Markt, in den Mercosur-Staaten, sodass also auch hier die Exporteure wieder große Chancen bekommen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Man kann natürlich immer Gefahren in den Vordergrund schieben, mein verehrter Kollege. Aber leider ist es eben hier so, dass dieser große Markt große Chancen für Exporteure ermöglicht. Und meine lieben Kollegen von den Grünen, also, dass Sie auf diesen miesen AfD-Antrag mit einem noch schlechteren Antrag gesprungen sind, also Kollege, da kann man schon wirklich nur den Kopf schütteln. Kollege Lemmel, das ist ein richtiger Klassenkampfantrag, Herr den Sie Kollege geschrieben Lemmel, haben. Ich habe die Uhr angehalten, um Sie zu fragen, ob Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Kleinwächter zulassen. Also eine Frage gerne, eine Bemerkung kann er dann hinterher schriftlich abgeben. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege, ich habe schon eine Frage an Sie bezüglich eigentlich zweier Teilfragen. Die erste Frage, Sie sprechen von großen Exportchancen für die deutschen Landwirte. Wie bringen Sie das zusammen mit Ihren eigenen Klimaschutzzielen, die ja eigentlich auch erreicht werden sollten durch eine Reduzierung von Transport? Was bringt es, wenn wir Landwirtschaftsgüter, die genauso gut bei uns produziert werden können, über die halbe Welt verschicken? Das wäre wirklich eine Umweltfrage, die ich an Sie habe. Und das Zweite ist, das, was Sie erzählen, stimmt doch nicht. Das kommt doch bei den Menschen nicht an. Ich habe in meinem Wahlkreis in Brottewitz eine Zuckerfabrik, die im Endeffekt schließen musste, aufgrund der Perspektiven, dass der Zuckerpreis extrem fällt, dass die heimische Zuckerproduktion, die dort seit über 100 Jahren stattfand, im Prinzip nicht weiter stattfinden kann. Die Leute werden arbeitslos, die Landwirte sollen dann irgendeinen Raps anbauen für Biosprit oder Sonstiges. Das ist doch keine Zukunftslösung, gerade auch für strukturschwächere Regionen in Deutschland. Was sagen Sie denn diesen Menschen, die draußen mit ihren Traktoren stehen und letztendlich genau gegen das demonstrieren, was Sie hier erzählen? Ja, wissen Sie, Sie müssen mir nur mal erklären, was das mit Mercosur zu tun hat. Das Abkommen ist überhaupt noch nicht ratifiziert, es ist überhaupt noch nicht in Kraft. Und was hat die Schließung der Zuckerfabrik jetzt, die jetzt stattfinden, wie Sie es beschreiben, was hat das mit Mercosur zu tun? Nichts. Nichts. Überhaupt gar nichts. Wissen Sie, und deshalb sage ich ja, Sie müssen mal einen Blick in das Abkommen selbst werfen, damit Sie wissen, um was wir sprechen. Beim Zucker zum Beispiel sprechen wir für die EU, für die gesamte Europäische Union, um eine Zuckerquote von 10.000 Tonnen. Hat also überhaupt nichts zu tun. Vermengen Sie nicht immer mit Ihrem propagandistischen Stil Dinge, die nicht zusammengehören. So, meine Damen, aber ich war bei den Grünen hängen geblieben, bei Ihrem Antrag, der also so mies ist. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass man auch nach der CETA-Debatte oder überhaupt nach den Debatten, die wir in den letzten Monaten geführt haben, dass Sie da weiter wären. Sie wissen doch ganz genau, dass erstmalig in einem solchen Handelsabkommen ein sehr umfangreiches und ja, ein sehr umfangreiches und gut formuliertes Nachhaltigkeitskapitel festgeschrieben ist. Und ich weiß nicht, es ist das erste Mal, wie gesagt, dass die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation beidseitig vereinbart werden. Es geht darum, dass beide Seiten das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten. Also die Argumentation, dass jetzt der brasilianische Präsident vielleicht austreten könnte, die ist vom Tisch, weil dann das Abkommen nicht mehr gelten würde. Es gibt Kollege Lemmel, Sie haben es nicht bemerkt, aber es gibt einen zweiten Wunsch, etwas zu fragen oder zu bemerken durch die Kollegin Hensel. Da habe ich Glück, da kann ich dann meine Ausführungen gleich in die Frage packen. Sehr gut, bitte. Heike Hensel von der Linksfraktion. Dankeschön, Frau Präsidentin. Ich hoffe, Sie haben da noch mal wirklich eine substanzielle Antwort. Herr Lemmel, Sie haben ja gerade das Nachhaltigkeitskapitel erwähnt. Welche Sanktionen sind denn vorgesehen, wenn es Verstöße gibt bei Arbeitnehmerinnenrechte, bei Vorsorgeprinzip, bei Auflagen bezüglich des Klimaschutzes, bei all dem, was Sie gerade Schönes erwähnt haben? Welche konkreten Sanktionen sind vorgesehen, wenn es Verstöße
Proteste gegen dieses Nachhaltigkeitskapitel gibt. Wir wissen, dass bei den ausgehandelten Handelsfragen, bei den Handelsmengen, bei allen anderen Bereichen ein Streitbeilegungsmechanismus von Staat zu Staat vorgesehen ist mit Sanktionen. Welche Sanktionen sind beim Nachhaltigkeitskapitel vorgesehen? Ich kenne keine. Also, verehrte Kollegen, da empfehle ich Ihnen auch mal, das Abkommen weiter zu studieren. Natürlich, Sanktionen, das kann man immer verlangen, aber es gibt hier einen ganz klaren Mechanismus, der dann eintritt, wenn eine Seite aus diesem Abkommen oder eine der beteiligten Seiten Kriterien nicht erfüllt. Das wissen Sie ganz genau. Dann tritt nämlich die Kooperationskommission zusammen. Wissen Sie, wir sind doch keine Kolonialmacht mehr. Sie müssen mal Ihre Brille absetzen. Wir können doch nicht den Ländern diktieren, es sind alle selbstständige Staaten, mit denen wir ein Abkommen schließen. Und wenn die eine Seite die Kriterien oder ihre Zusagen verletzt, setzt man sich im Kooperationsausschuss zusammen, spricht darüber, und wenn man die Dinge nicht bereinigen kann, ja, dann wird es eben zu einer Streitschlichtung kommen oder das Abkommen muss ausgesetzt werden. Aber wir können doch nicht immer nur die Sanktionskeule schwingen, das würden Sie natürlich ganz gern. Wissen Sie, wir sind eigentlich auf freiheitliche und marktwirtschaftliche Instrumente und nicht auf die Sie früher schon erprobt haben in kommunistischen Zeiten. Also ich bin dafür, dass die EU und die Mercosur-Staaten sind zwei gleichberechtigte Partner. Und nochmal, dieses Nachhaltigkeitskapitel ist zum allerersten Mal in einem Handelsabkommen festgeschrieben worden. Und anstatt, dass Sie mal sagen, wunderbar, das ist der erste Schritt und wir setzen hier als Europäische Union Standards, Weltstandards, das würde ja den Amerikanern nicht im Traum einfallen, in ein Handelsabkommen ein Nachhaltigkeitskapitel einzubauen. Also insofern kann ich das überhaupt nicht, ich meine, dass Sie jetzt die Verhandlungen stoppen, das ist ja sozusagen nichts Neues. Das ist ja das Einzige, was Ihnen einfällt von den Linken. Alle Anträge, die Sie zu Handelsabkommen bisher hier in den Bundestag eingebracht haben, gehen nur immer davon aus, alles zu stoppen, nicht abzuschließen, abzubrechen. Das ist Ihre eigene Strategie. Da denken ja wenigstens andere Fraktionen noch mal ein bisschen mit und machen noch eigene Vorschläge, aber so weit kommen Sie ja überhaupt gar nicht. So, meine Damen und Herren, also deswegen kann man nur sagen, das Mercosur-Abkommen setzt neue Maßstäbe. Wir müssen jetzt sehen, dass es schnell ratifiziert wird, dass die Rechtsprüfung erfolgt, dass die Übersetzung erfolgt. Und dann wird sich ja für den gemischten Teil auch der Deutsche Bundestag mit dem Abkommen auseinandersetzen. Und dann werden wir hier die Diskussion weiterführen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat nun die Kollegin Sandra Weser das Wort. Sandra Weser ist Obfrau im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ein Gruß an meine Tochter Margot oben auf der Bühne. In Zeiten von Handelskriegen ist Mercosur zuallererst ein Signal, dass freier Handel, Warenaustausch und multilaterale Zusammenarbeit noch immer gebraucht wird. Und es ist auch ein Garant für Frieden, denn Länder, die miteinander Handel betreiben, tun sich nicht bekriegen. Und dieses Abkommen kann die größte Freihandelszone dieser Welt schaffen. 770 Millionen Menschen können in Wohlstand leben, auch in noch sehr armen Ländern wie Uruguay und Paraguay. Es wird ja oft so als Autos gegen Agrarprodukte-Deal verhöhnt und erlaubt Mercosur für eine Vielzahl von Produkten Zollsenkungen für über 4 Millionen für europäische Produzenten. Diese Nachricht kommt eigentlich nie an. Und um den neuen europäischen Bürgern, Bauern und aber auch den Klimaschützern ein bisschen die Angst zu nehmen, hilft hier mal vielleicht ein Blick auf die wahren Fakten. Und zwar, Landwirte befürchten eine Schwemme von billigem Rindfleisch. Aber die verhandelten neuen Kontingente erreichen nur geringe Prozentsätze des EU-Verbrauchs. Wir haben hier weniger als 2%. Und das Gleiche gilt auch für Zucker, genauso wie für Geflügel und Rindfleisch. Und die Importquote beläuft sich auf jährlich 99.000 Tonnen zusätzlich Rindfleisch, und zwar aus allen 4 Ländern zusammen. Das ist gerade mal ein kleines Steak für jeden Bundesbürger. Das sind genau 243 Gramm. Und laut Handelsexperten ist es unwahrscheinlich, dass hier Preisdumping betrieben wird, weil die Produzenten erstmal ihre eigenen Gewinne erhöhen werden. Und der Preiskampf, den wir in den Supermärkten befürchten, der wird hier ausbleiben, der wird durch ganz andere Dinge getrieben.
Aber es bieten sich auch deutschen Agrarproduzenten große Chancen auf den neuen Märkten. Sie können dann zum Beispiel zu jährlich sinkenden Steuersätzen 10-mal mehr Käse aus der EU exportieren als bisher. Und zusätzlich verpflichten sich die Mercosur-Unterzeichner, mehr als 350 europäische Ursprungsbezeichnungen zu schützen. Da ist dann der Schwarzwälder Schinken und die Spreewaldgurke in Sao Paulo genau die gleiche wie in St. Georgen oder am Schwielochsee. Und auch der Schutz der Umwelt beunruhigt viele, und zwar zu Recht. Die schrecklichen Brände, denke ich, diesen Sommer haben die Sorge um den Amazonas ins Rampenlicht gerückt. Was aber die Abholzung zur Anpflanzung von Soja angeht, die EU erhebt schon jetzt keine Einfuhrsteuer auf Sojabohnen. Und dadurch wird das Handelsabkommen überhaupt keine verstärkten Anreize für weitere Sojaexporte setzen. Im Gegenteil, Mercosur gibt uns mit einem umfassenden Nachhaltigkeitskapitel und Schlichtungsmechanismus einen echten Hebel für höchste Standards, und zwar im Lebensmittelsicherheitsbereich, im Umwelt- und im Verbraucherschutz. Beispiel, zum Beispiel Vorsorgeprinzip, das neue Mercosur, wenn Gesundheit und Umwelt durch ein Produkt gefährdet werden, darf die EU überhaupt keine Steuervorteile mehr gewähren. Daher appelliere ich heute hier an Sie, beide Anträge abzulehnen. Und eins muss uns aber auch klar sein, Freihandel ist kein Recht des Stärkeren. Es darf nur zu fairen Bedingungen erfolgen, und das vor allen Dingen für unsere Bauern. Vielen Dank. Sandra Weser von der FDP-Fraktion war das. Die nächste Sprecherin in dieser Debatte zu den Freihandelsabkommen mit Mercosur-Staaten kommt von den Sozialdemokraten, Daniela de Ridder. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste auf den Tribünen. Vom Freihandel profitieren wir alle. Von günstigeren Waren etwa. Oder auch von Dienstleistungen oder neuen Absatzmärkten. Kosten sinken. Zölle entfallen, Preise purzeln. Die Chance für Wirtschaft, Verbraucherinnen und Arbeitnehmer steigen indes. Darüber hinaus, und das ist ja sogar historisch verbrieft, wirken Freihandelsabkommen friedenssichernd. Nationen und Staatenbünde, die miteinander Handel treiben, wir hörten es eben schon, und ihre Handelshemmnisse abbauen, bekriegen sich eben nicht. Und mit dem freien Handel kommt auch die Freizügigkeit. Oder um es mit den sarkastischen Worten des Kabarettisten Dieter Nuhr zu sagen, Krieg ist schlecht fürs Geschäft. Das EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Uruguay, Paraguay und Argentinien beschäftigt uns nun schon seit geraumer Zeit, genauer gesagt seit 1999. Dieses Abkommen ist im Wesentlichen ein Industrie- und Agrarabkommen, das vor allem den Austausch dieser Warengruppen und der damit verbundenen Dienstleistungen erleichtern soll. Und wer behauptet, es ginge hier vor allem um den Schutz unserer Autoindustrie zu Lasten unserer Landwirtschaft, der springt zu kurz, das sei den Herren von der AfD gesagt, wenn er denn überhaupt springen kann. Denn dieses Abkommen beinhaltet noch viel mehr. Es geht um Migration, digitale Wirtschaft, Bekämpfung von Terrorismus, Geldwäsche oder Cyberkriminalität. Engen wir also doch bitte den Blick auf dieses Abkommen nicht unzulässig ein. Freihandel heißt ja nicht nur Austausch von Warenverkehr, sondern auch die Angleichung von Standards. Und bestenfalls werden hier auch noch Good-Practice-Modelle generiert, auf die andere Nationen dann möglicherweise sogar neidisch werden. Und vergessen wir doch bitte nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine Exportnation sind, bei der sehr wohl die Exportgüter auch unseren Wohlstand generieren, damit wir all die Wohltaten, die wir hier in diesem Hohen Hause finanzieren können, erst erwirtschaften. Ich stelle allerdings auch fest, dass der Antrag der Grünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf das Kapitel zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz hinweist, sogar als einzige Fraktion, die hier aus der Opposition heraus Anträge vorgelegt hat. Und dieses Kapitel ist keineswegs ein Feigenblatt, denn alle unterzeichnenden Staaten verpflichten sich zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens. Brasilien, wir reden ja auch über die Brandrodungen, die dort stattfinden und die in der Tat besorgniserregend sind. Brasilien wird zusätzlich zu Maßnahmen zur Eindämmung von weiteren Entwaldungen verpflichtet. Und das ist gut und richtig so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die SPD-Umweltministerin Svenja Schulz
Schulze hat deutlich gemacht, ein solches Abkommen ohne Schutzabkommen für den Regenwald sei ihm mit ihr nicht zu machen, denn dies sei verantwortungslos. Richtig so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weiterhin wird in dem angesprochenen Kapitel die nachhaltige Bewirtschaftung und Erhaltung der Wälder, die Achtung von Arbeitnehmerrechten und die Förderung eines verantwortungsvollen unternehmerischen Handels behandelt. Und noch etwas. Organisationen der Zivilgesellschaft spielen eine überaus aktive Rolle bei der Überwachung und der Umsetzung des Abkommens, liebe Frau Hensel, einschließlich der landwirtschaftlichen und umweltpolitischen Belange. Kaum ein anderes Abkommen hat bisher bürgerschaftliches und zivilgesellschaftliches Engagement derart in den Fokus eines Freihandelsabkommens gerückt. Nachhaltige Freihandelsabkommen müssen in der Tat eine ausgleichende Trias aus Ökonomie, Ökologie und sozialer Sicherung darstellen. Und das tut dieses Abkommen, auch wenn wir seitens der SPD von einer endgültigen Verabschiedung dieses Abkommens nicht vor 2022 rechnen. Der Grund für die illegalen Brandrodungen, den will ich noch mal aufnehmen, ist ja armutsinduziert. Die Amazonasregion ist eine der ärmsten Regionen Brasiliens und die dortigen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind in der Tat, wovon sollten sie auch sonst leben, auf Landwirtschaft angewiesen. Und diese Brandrodung, die gilt es in der Tat zu bekämpfen und deshalb sind sie ja genau Gegenstand dieses Abkommens. Aber man muss sich auch nicht nur mit den ökologischen Kriterien dieses Abkommens, sondern eben auch mit den sozialen Aspekten auseinandersetzen. Es ist gut, dass dies auch geschieht mit Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die ich hier noch einmal deutlich erwähnen möchte. Man kann also nicht einen umfassenden Blick, wie das auch in den Anträgen, die uns vorliegen, getan wird, einen umfassenden Blick reklamieren und gleichzeitig diese Dinge alle ausblenden. Und angesichts der weltpolitischen Lage, ich nenne nur Stichworte, Brexit, Handelskrieg zwischen USA und China, aber möglicherweise auch ein neuer Druck der USA auf uns oder die Krise der WTO, ein solches Handelsabkommen in Bausch und Bogen verbannen. Die Lösung ist, diesen Antrag, dieses Abkommen noch mal weiter auszuhandeln, Details zu klären, aber es doch nicht als nichtig zu erklären. Wer also dem Multilateralismus das Wort redet, der kann nicht mit der Verweigerung von richtigen Instrumenten dem Unilateralismus das Wort reden. Wir ließen sonst Räume für China oder die USA in diesen lateinamerikanischen Ländern. Und ob die auf die Einhaltung der Menschenrechte oder auf faire Verfahren so großen Wert legen wie wir, wage ich zu bezweifeln. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Heike Hensel, Fraktion Die Linke. Heike Hensel ist Sprecherin für internationale Beziehungen. Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, es ist Zeit, dass wir hier mal mit dieser Märchenstunde, die wir hier erleben, über das EU-Mercosur-Abkommen endlich Schluss machen. Es geht um das größte, wenn dieses Abkommen abgeschlossen wird, wird es die größte Freihandelszone sein. In den Wirtschaftsblöcken leben über 770 Millionen Menschen und das Handelsvolumen beträgt über 90 Milliarden Euro. Und profitieren würden einige wenige, wie übrigens bei allen Freihandelsabkommen der Europäischen Union, vor allem große Konzerne. Hier geht es um die Fleisch-, Soja- und Ethanolindustrie in Lateinamerika. Und die könnten ihre Exporte in die EU erheblich steigern. Und im Gegenzug bei uns hier vor allem die Autoindustrie in Europa, die von der Senkung der Zölle profitieren würde. Verlierer sind aber, wie übrigens auch immer bei allen Freihandelsabkommen der Europäischen Union, Arbeitnehmerinnenrechte, die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Lateinamerika und die europäischen Landwirte hier, der Verbraucherschutz und der Klimaschutz durch die weitere Abholzung des Regenwaldes und die weitere Zunahme von Handelsströmen, die natürlich die CO2-Emissionen noch weiter in die Höhe treiben. Und ich finde es wahnsinnig, dass Sie sagen, ja, wir haben ja nur geringere Exportquoten von Schweinefleisch in die Europäische Union. Die Europäische Union ist jetzt schon
Nettoexporteur von Schweinefleisch und Rindfleisch und es ist ein Wahnsinn, noch mehr importieren zu wollen. Diesen Kreislauf müssen wir endlich mal durchbrechen. Nicht ohne Grund wird ja dieses EU-Mercosur-Abkommen auch das TTIP Lateinamerikas genannt. Und die Bevölkerung hier in Deutschland hat sehr genau erkannt, welche Gefahren TTIP für sie bedeutet hat, was Verbraucherschutz angeht, was die Qualität von Lebensmitteln angeht. Und genau aus diesen Gründen hat die Linke von Anfang an sich gegen dieses Mercosur-Abkommen ausgesprochen, sowohl im Europaparlament als auch hier. Und wir fordern die Bundesregierung nachdrücklich auf, diese Verhandlungen endlich abzubrechen. Und hier wird von dem Nachhaltigkeitskapitel gesprochen. Auch hier immer dasselbe Spiel. Schöne Versprechungen, immer größeres Nachhaltigkeitskapitel, jetzt mit Bezug zum Pariser Klimaschutzabkommen, mit Lieferketten für die Agrarproduktion, Vorsorgeprinzip und so weiter. Aber ohne konkrete Handhabe, und das ist wirklich Täuschung der Öffentlichkeit, was Sie hier betreiben, ohne konkrete Handhabe wird verstoßen gegen das Nachhaltigkeitskapitel, gibt es keine Sanktionen. Es gibt Dialog, Gespräche und so weiter. Was Sie hier machen, ist unverantwortliche Handelspolitik und genau deswegen lehnen wir dieses Abkommen ab. Und zum Schluss muss ich sagen, Frau de Ridder, wenn Sie in den Mund nehmen hier Frieden und zivilgesellschaftliches Engagement und so weiter, schauen Sie sich mal den Partner an, mit dem Sie das Abkommen abschließen. Ein rechtsradikaler Präsident Bolsonaro, der Menschenrechtsaktivisten jagen lässt, der gegen soziale Bewegungen vorgeht, der dazu beiträgt, dass der Regenwald noch mehr abgeholzt wird, ein Ausverkauf des Amazonas, dafür ist er verantwortlich und seine Politik. Allein im letzten Jahr hat die Abholzung um 80% zugenommen. Frau Kollegin, und mit diesem Partner Sie wollen Sie allen ernstlich ins Geschäft kommen. Da kann ich nur sagen, schämen Sie sich, mit so jemand einen Abschluss zu machen. Wir haben, mein letzter Satz, Herr Präsident, wir haben diese Form von Freihandelspolitik der Europäischen Union satt. Und genau deswegen rufen wir auf, morgen zu demonstrieren hier in Berlin. Die nächste Rednerin. Heike Hensel war das. Die Linksfraktion sagt, die Verhandlungen müssen abgebrochen werden zum Mercosur-Abkommen. Keine Nachverhandlungen seien noch sinnvoll. Im Gegensatz dazu fordern die Grüne sehr wohl noch Nachverhandlungen, zum Beispiel zu Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards. Dazu spricht auch jetzt von Bündnis 90 den Grünen Katharina Dröge. Vielleicht zu Beginn ein paar Worte zum Antrag der AfD. Ich hatte es ja jetzt so verstanden, das ist Ihr Beitrag zur Grünen Woche. Und Sie haben sich, glaube ich, gedacht, da haben Sie was total Schlaues gefunden. Sie können irgendwie was zur komplizierten Situation der Landwirte hier in Deutschland sagen, ohne sich so richtig in die Debatte einmischen zu müssen, weil die Schuld, die haben Sie ja im Ausland gefunden. Und ich kann Ihnen nur sagen, das funktioniert nicht. So funktioniert weder eine vernünftige Landwirtschaftspolitik, noch funktioniert so eine gute Handelspolitik. Denn das, was Sie hier vorschlagen, ist erschreckend simpel. Sie sagen alleine, keine Zollkontingente mehr für die Landwirtschaft und dann ist gut. Aber eine vernünftige Handelspolitik, die nicht alleine Grenzen schließen will, die nicht alleine sagt, Deutschland first, wie Sie sich das vielleicht in anderen Ländern der Welt abgeguckt haben, die setzt auf faire Spielregeln, die versucht sich dann wirklich damit zu beschäftigen, was ist die Situation in Brasilien? Warum kommen wir zum Beispiel zu so extrem hohen Pestizid- und Glyphosateinsätzen in Brasilien? Wie schaffen wir Regeln in Handelsverträgen, die das verhindern? Und an dieser Stelle hätte ich vom Redner der AfD auch ein paar Worte zu ihrem faschistischen Freund Bolsonaro erwartet, dessen Wahl sie vor kurzem gefeiert haben und der diese Politik maßgeblich in Brasilien verantwortet. Und eine faire Handelspolitik, und das richtet sich dann auch an die Kollegen von FDP, CDU und SPD, gestaltet eben Regeln. Und jetzt haben Sie sich hier hingestellt und haben ein Nachhaltigkeitskapitel verteidigt, von dem selbst das Europäische Parlament diese Woche gesagt hat, dass solche Nachhaltigkeitskapitel wirkungslos sind. Das Europäische Parlament hat diese Woche beschlossen, dass Nachhaltigkeitskapitel sanktionierbar sein müssen. Können Sie ja mit Ihren Kollegen im EP auch mal reden, was das mit Kolonialismus zu tun hat, ja? Nachhaltigkeitskapitel müssen sanktionierbar sein, damit sie effektiv sind. Weil das, was momentan die Folge ist, wenn in einem Nachhaltigkeitskapitel Regelverstöße festgestellt werden, ist einfach nichts. Man hat miteinander geredet, man hat sich ausgetauscht, dann sagt man, schade, sorry, das war's. Ja? Und das in Handelsverträgen, wo sie sonst jedes Instrument nutzen, WTO-Streitbeilegung, ISDS zur Durchsetzung von Unternehmensinteressen, ja, überall machen sie sanktionierbare Regeln. Nur wenn es um Klimaschutz geht, nur wenn es um Menschenrechte geht, nur wenn es um eine Verantwortungsvolle Landwirtschaft geht.
geht, dann tun Sie das nicht. Und das ist Doppelmoral, die ich Ihnen hier vorwerfe. Und Sie haben alle mit Betroffenheit auf die Brände im Amazonas geschaut. Ja, und da muss ich auch noch mal was zu der Kollegin de Ridder sagen. Seit Präsident Bolsonaro in Brasilien an der Macht ist, ist die Rodung des Amazonas um 85% gestiegen. Die Brände sind um 30% gestiegen. Und Sie sagen, die Brände haben was mit Armut zu tun. Die Menschen waren vorher schon arm, ja? Wenn Sie den Zusammenhang zur Politik von Bolsonaro nicht sehen und nicht Mechanismen in diesem Abkommen schaffen, die diese Politik begrenzen können, dann ist das schlichtweg verantwortungslos. Dann schauen wir zu, wie die Lunge dieses Planeten im Brasilien abbrennt, dann schauen wir übrigens auch zu. Das Gleiche können wir über das Freihandelsabkommen nämlich mit Australien sagen. Ja? Die Brände, die wir da haben, da schauen wir jetzt auch zu und verhandeln ein Freihandelsabkommen mit Australien, wo die EU-Kommission selber gesagt hat in ihrer Nachhaltigkeitsanalyse, dass dieses Abkommen dazu führen wird, die Abholzung in Australien weiter voranzutreiben. Verantwortungsvolle Handelspolitik geht mit starken Regeln. Die sind machbar. Das Europäische Parlament hat diese Woche den Weg gezeigt. Es wäre schön, wenn der Deutsche Bundestag auch die Vernunft hätte, dem Europäischen Parlament zu folgen. Vielen Dank, Frau Kollegin Dröge. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Marc Hauptmann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Der heutige Tag, der 17. Januar 2020, markiert den Tag mit dem höchsten Wohlstand, den wir je in der Menschheitsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland erreicht haben. Und wissen Sie, wie wir den erreicht haben, diesen hohen Wohlstand, von dem dieses Land profitiert? Wir haben ihn gerade nicht nur durch eine hohe Binnenkonjunktur erreicht, sondern vor allem dank unserer Exportwirtschaft. Jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt unmittelbar mit dem Exportgeschäft zusammen. Wir sind das Land, was wie kein anderes Land auf diesem Planeten von freien und fairen Marktzugängen profitiert. Und deswegen ist es unser elementarstes Interesse, dafür zu kämpfen, innerhalb der Europäischen Union mit unseren europäischen Nachbarstaaten, dass wir weltweit globale Standards für freien und fairen Handel einsetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 20 Jahren freuen wir uns auf die Verhandlungen mit Mercosur, denn Mercosur ist bis jetzt ein ziemlich isolierter, wirtschaftlich abgeschlossener Teil dieses Planeten. Seit 20 Jahren verhandeln wir. Jetzt kommt dieses Abkommen, und hier in diesem Haus wollen uns drei Fraktionen diese Ergebnisse madig reden. Da fangen wir einmal an mit den Linken, die sozialistische Liebesgrüße nach Kuba und nach Venezuela zu Herrn Maduro schicken. So viel zum Thema Menschenrechte und zu allen anderen. Ja. Und dann uns hier eine moralische Predigt halten wollen, wie wir mit den Mercosur-Staaten umzugehen haben. Da gehen wir weiter zu den Kollegen der Grünen, wo wir in den letzten Jahren einen konstruktiven Dialog darüber geführt haben, wie wir hohe Standards haben. Und wir haben mit CETA beispielsweise im Abkommen mit Kanada die höchsten globalen Standards erreicht, die es jemals in einem Handelsabkommen gegeben hat. Sie haben das von Anfang an kritisiert. Seien Sie doch froh, dass wir jetzt ein Abkommen haben, wo wir nicht nur den Dialog fördern, sondern wo wir auch Brasilien dazu auffordern, die illegalen Brandrodungen zu stoppen, wo wir dazu aufrufen, auch Druckmittel im Umgang mit Umweltzerstörungen in so ein Vertragsabkommen mit reinzuverhandeln, dass wir eben hier ein Abkommen haben, was auf Dialog setzt, was auf gegenseitigen Wohlstand setzt, um eben gerade die Wälder zu schützen, um den Amazonas zu schützen, auch um das Klima zu schützen. Und da bin ich drittens bei einer Fraktion ganz rechts außen in diesem Parlament, die jetzt glaubt, wieder neue Schutzwälle und Mauern hochzuziehen, wohl heimische Märkte schützt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was Ihre Beispiele sind. Sie haben vom Zucker gesprochen. Ja, wir öffnen den europäischen Markt für Zuckerexporte aus Südamerika. Und das betrifft 1% der deutschen Zuckerproduktion. Ja, wir öffnen mit diesem Abkommen uns auch gegenüber dem leckersten Rindfleisch, was es auf diesem Planeten wahrscheinlich gibt, aus Argentinien. Und das hat einen Einfluss von 1,2% der Rindfleischproduktion, und zwar in einem Zeitraum von 5 Jahren. Das heißt, das, was wir an Marktöffnungen europäischer Natur geben, sind einerseits Produkte, die
hohe Qualitätsmerkmale schon jetzt einhalten, denn wir senken die Standards nicht. Wir haben ja heute schon Importe aus Südamerika, was Rindfleischprodukte beispielsweise angeht. Und genauso werden mit diesem Abkommen auch in Zukunft die hohen europäischen Standards beim Pestizideinsatz, bei den Verbraucherstandards eingehalten werden müssen. Was wir jetzt allerdings senken, sind die Zölle auf diese Produkte. Das heißt, für die Konsumer, für die Menschen in diesem Land werden lateinamerikanische Produkte billiger. Und das ist im Sinne der deutschen, der europäischen Konsumenten, frei entscheiden zu können, welche Produkte sie kaufen möchten und dafür den billigstmöglichen Preis auch zu bekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was sind die Vorteile? Weil auch immer wieder gefragt wird, warum machen wir das aus unserer deutschen und europäischen Perspektive? Unser Vorteil ist nicht nur, dass wir als Exportnation auf diese freien Märkte angewiesen sind, sondern dass wir für die Verbraucher auch ganz spezielle Zölle senken. Und dass wir Marktzugänge in einem Umfeld schaffen, nämlich bei den Mercosur-Staaten, wo 91% der Zölle abgeschafft werden. Und jetzt gehen wir mal auf verschiedene Produkte ein, wo wir in Deutschland traditionell stark sind. Autoteile, 35% Zollsatz. Autos, 35%. Autoteile, 14-18%. Maschinenerzeugnisse, 14-20% Zölle. Chemikalien, 18%. Pharmazeutika, 14%. Überall Branchen, wo wir in Deutschland eine starke Wirtschaft haben, die diese neuen Märkte beliefern möchte und von diesen Zollreduzierungen massiv positiv profitieren würde. Das heißt, das Ergebnis dieses Abkommens ist erstens, dass es im Sinne der deutschen und europäischen Verbraucher ist. Es ist zweitens im Sinne unserer Exportindustrie und es ist drittens auch im Sinne Lateinamerikas, denn wir schützen den Regenwald. Wir sorgen mit diesem Abkommen auch mit dem Nachhaltigkeitskapitel dafür, dass Abholzung und illegale Brandrodung gestoppt werden. Herr Präsident, herzlichen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das war der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt und ich schließe die Aussprache.